So, jetzt machen wir das Topping für die Schmetterlingstorte. Unsere Götterspeise fängt jetzt wunderbar an zu gelieren. Es hat jetzt allerdings, ich würde sagen, fast eine Stunde gedauert. Die ist jetzt eisekalt, fängt leicht an zu gelieren. So, wir nehmen jetzt 3 Töpfchen Sahne und 100 Gramm Zucker. So. Die wird angestellt und steif geschlagen. Dann machen wir jetzt mal lieber den Deckel drauf. Sonst fliegt uns das gleich um die Ohren. So, in der Zwischenzeit nehmen wir jetzt eine Extraschüssel und geben hier den Frischkäse zu und 2-mal Vanillezucker. So, und da kommt jetzt unsere Götterspeise dazu. Jetzt bräuchte man eine dritte Hand, die wir leider nicht haben. Ich glaube, diesen Vanillesirup brauchen wir gar nicht mehr dazugeben. Sonst wird mir das nachher zu flüssig. So, Sahne fängt so langsam an, dick zu werden. Jetzt ist die Sahne so steif, dass wir jetzt vorsichtig die Götterspeise Frischkäsemischung darunter geben. So, das Ganze kommt jetzt gleich in die Form. Wir hatten ja den Boden gelöst und hatten dann einen Ring drum gegeben. Und da kommt jetzt unsere Mischung drauf. Dann sollte man das möglichst nach 5-6 Stunden, denke ich mal, besser natürlich über Nacht, damit das richtig gut fest wird, kalt stellen. Und erst wenn das richtig fest ist, können wir daraus unseren Schmetterling formen und den dann wunderschön verzieren. So, wir lassen das jetzt auf jeden Fall mehrere Stunden kühlen. So. Und wenn ihr das hier schön um den Boden rumgebt, also diesen Ring, den Tortenring, ein ganz klein bisschen größer macht, wie der Boden ist. Dann läuft das zu den Seiten. Dann braucht ihr das nachher nicht mehr verstreichen. So. Lecker. Lecker, absolut köstlich. Müsst ihr nachmachen. Ist sowas von lecker. So,
kalt werden lassen. Demnächst geht's weiter. Heute geht's ans Dekorieren unserer wunderschönen Schmetterlingstorte. So sah die damals mal aus, als ich die das erste Mal gemacht habe. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie sie heute wird. Jetzt werden wir zuallererst den fest gewordenen Frischkäse-Götterspeise-Mix aus der Form lösen. Es ist wunderbar fest geworden. Das ist sehr gut. Denn je fester das ist, je besser kriegen wir das jetzt runter. So, diese Torte wird jetzt einmal in der Mitte durchgeschnitten. Damit der Schmetterling seine Flügel bekommt. So. Okay, da putzen wir mal lieber das Messer ab. Ja. So, jetzt werden wir Papier drunter gelegt. Das sind so Tortenpappen, damit man das besser darunter herziehen kann. So, das ist jetzt der eine Flügel, der so ein bisschen schräg jetzt hier drauf gelegt wird. Ich habe extra ein Blech genommen, weil da kann man wesentlich besser drauf dekorieren. So. Das ist die eine Hälfte und jetzt die andere. So, bisher ist nichts kaputt gegangen. Das ist schon mal wunderbar. Sieht doch schon wie ein Schmetterling aus, würde ich sagen. So, und von dem Moment an bleibt es eurer Fantasie überlassen, wie ihr unser kleines Flugtier dekoriert. Ich habe mir jetzt überlegt, ich nehme mal nicht wie auf diesem Bild diese Keksröllchen, sondern ich habe hier diese kleinen Zebraröllchen aus Schoko und ich habe hier so kleine Schokoladenstäbchen. Ich glaube, die Schokoladenstäbchen sind besser, weil die etwas länger sind. Die nehmen wir jetzt hier als Fühler. So. Und für die Mitte könnt ihr entweder Sahne schlagen oder ein bisschen Buttercreme machen oder wie ich jetzt hier, es gibt neuerdings Cake Cream, Vanille oder es gibt auch andere Sorten und die spritzen wir jetzt hier in der Mitte ein wenig drauf. So, und jetzt wird ein bisschen dekoriert. Das ist dann sozusagen der Körper des Schmetterlings. Und jetzt nochmal von der anderen Seite. So. Jetzt können wir dieses natürlich auch noch nehmen, um hier so ein bisschen den Boden zu verdecken. Und auf der anderen Seite natürlich auch.
Das lässt sich sehr gut verarbeiten, das gefällt mir. Das habe ich bisher auch noch nicht benutzt. Aber das kann man gut im Haus haben. Ich denke, das eignet sich auch für warmes Wetter. So, jetzt habe ich hier so kleine Geleefrüchte. So, die werden wir jetzt hier erstmal am Rand entlang immer ein Orange, ein Gelb hinlegen. Ich werde die nicht ganz so doll drauf drücken, damit die sich nicht auflösen. Ein Gelb, ein Orange und ein Gelbes. So, an der anderen Seite das Gleiche. Das ist ein wunderschöner Zitronenfalter. Nee, da kommt ja erst Orange. So, je nachdem, für wen ihr den Kuchen macht, könnt ihr natürlich auch bunte Zuckerstreusel nehmen oder was immer ihr wollt. So, ja, jetzt machen wir hier noch so kleine Augen. So, und hier unten nehmen wir noch mal so ein paar gelbe. So, ich würde sagen, also mir gefällt's. Ich glaube, mehr braucht man gar nicht dran machen. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Viele Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Macht's nach und schreibt uns. Wir sind gespannt.